Hallo und willkommen zurück bei Vampire, wo ja im letzten Part, sag mal, hatten wir zwei kleine Bosskämpfe im letzten Part? Und da kam mir das nur so vor. War schon höchst interessant, die ganze Sachlage. So, und jetzt können wir noch irgendwas hin. Kommen wir von hier? Nee, was ist denn das? Gewöhnliche Axt. Okay. Die nehme ich sowieso nicht. Ich muss sagen, unsere Säge ist mir... Die mag ich wirklich sehr. Die ist schön schnell. Das ist das Gute. Das hat ja alle immer Vor- und Nachteile. Einer der großen Vorteile gegen diese wunderbaren, netten Eggons ist... auch schön, dass ich auch zwischendurch Echo gesagt habe. Da war ich dann wohl wieder... Ich besitze selber kein Echo. Also keine Alexa. Geht's hier hin? Ich weiß nicht, ob ich... Wie lang will? Ich bin immer noch sehr verwirrt, ne? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert eigentlich. Außer, dass wir Louise gerettet haben. Louise. Was, Dr. Reed? Oh, wir sind da draußen. Wer redet denn uns hier an? Betritt Alois Dawsons. Das ist meine Mülltonne. Wo sind wir denn jetzt? Ach! Ach, jetzt! Jetzt sind wir hier drinne. Oh, wow! Ist das die Tür, oder? Ist das die Tür? Ja! Ach so, aber warum... Warum wird das denn... Warum mache ich denn da ein Kreuz? Das hat mich richtig kirre gemacht die ganze Zeit. Das war irgendwas falsch. So, jetzt gehen wir... nicht da lang. Oh, ja, ich vergaß. Ich wollte mal ganz kurz zurück zu unserem besten Freund. Und ihm Bescheid sagen. Puh, das können wir auch später machen. Ne? Jetzt sind wir erstmal hier. Okay, alles klar, rein da. Gucken wir uns erstmal. Wo müssen wir jetzt hin? Dort oben links. Frage die. Okay, wir fragen erstmal die Einwohner. Ich glaube, immer was unten steht, ist optional. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal. Das ist jetzt gerade eine Mischung aus 80s, Stranger Things Musik und klassischer Musik. Sehr interessant. Temple Church ist aber auch nicht gerade sehr groß, ne? Bleib erstmal ein... Oh, hi! Wer bist denn du? Oh, ich lerne Leute kennen. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are, and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Scotland Yard, guck mal einer an. Ich bin privat hier, ich arbeite für den Escalon Club. Dafür habe ich... Oh. Darf der das wissen? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Kann man hier denn auch hin, ohne im Ascalon Club zu sein, um die Auswahl nicht zu haben? Oh, guck mal, die können nach Alois Dawson fragen, sehr, sehr gut. Ihr Leben in London. Oh, wir lernen neue Leute kennen. Super. Erzählen Sie mal was von der Nachbarschaft. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. Oh, welcher Mörder? Wie steht es mit der Epidemie? Nee, fragen wir nach dem Mörder. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose.
using the epidemic to disguise his kills. Charles Jerome Albright, okay. Oh, davon gibt's ja einige. Wie steht es mit der Epidemie? And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Was tun Sie wirklich hier? What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Arbeiten Sie alleine? Über die Lage im East End. Do you work alone? Yes. The situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. Okay. Über die Lage im East End. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Okay, das kann ich verstehen. Was Marian können wir ihn nicht? Warum ermitteln sie nachts? Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Ich habe nichts Seltsames bemerkt. Ich möchte Geoffrey McCullum melden. Kennen Sie Fergal Bencher? Aha. Ich weiß, Geoffrey McCullum ist dieser Typ von den Wachen, ne? Weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich mach's mal mit Fergal Bencher. Does the name Fergal ring a bell? Fergal Bencher. Of course it does. Fergal Bencher, the Butcher of Galway. Hung in Dublin in 1857 for murdering more than 20 men with his bare hands. Why are you so interested in dead criminals, sir? Aha. Oh, wäre interessant gewesen, was die anderen Antworten sind, ne? Wäre interessant gewesen, aber vielleicht gar nicht so schlecht. Persönliche Fragen. Erzählen Sie mir von diesem mordenden Irren. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Ja, ein sadistischer Kult von Vampiren oder so. Persönlich, oh, warte mal, waren das die gerade? Genau. Über ihre Nachforschung. What are you investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Hab ein iPhone. Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Können wir Ihnen sagen, dass wir sie schon gefunden haben? Oder können wir die Frage nochmal stellen, sobald der Tag, also sobald wir geschlafen haben und Louise dann hier ist? What are you? I have, tell me. She's a, do you? No. Weil er, what are you? Oh, I have, tell sorry. Me about, wait, do you have it? No. Weil er sagt ja auch, sie haben ja schon einen meiner Vermissten gefunden. Und der will nicht in die Kanalisation. Dann fragen wir mal nach Alois. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Aloysius, who doesn't Aloysius. Know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Okay, irgendwie alles immer dasselbe, ne? Über Aloysius. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Zum Glück habt ihr nicht längere Namen, meine lieben Herren. Okay, von hier kommen wir, von da unten. Oh, ist hier ein Laden? Du hast irgendwie noch kein Gesicht und warum freust du dich, mich wiederzusehen? Kennen wir uns? Oh, kann ich ausrauben, okay. Wer sind sie? I hope you can stay a little longer this time. Klar.
Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Okay, okay, alles klar. Das ist eine ehemalige Patientin, die übrigens Carolyn Price heißt. Price. Mensch. Schade, dass es nicht Chloe heißt, ja. Ihr Leben in London. Und mit ihr kommen auch Handeln sehr gut. Erzählen Sie mir von Ihrem Beruf. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Ein bisschen. Hab ich mich so stark verändert? Erzählen Sie mir von sich. Really? Have I changed that much? It must have been the war. And the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser. More serious. It suits you well. Alles klar. Erzählen Sie mir von sich. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Aha. Hatte ich jetzt schon geguckt? Die Wackelson, genau. Erzählen Sie mir was von der Nachbarschaft? Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Das ist aber flirty, die Frau, ha? Hat ganz persönliche Fragen? Okay. Über den Zustand ihrer Tochter? Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Meinen wir wirklich über Carol Price? Ihre Arglosigkeit gefährdet sie. Es ist gut, vorsichtig zu sein. You have every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be Klar. Nice to have a man here more often. We would both feel safer. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Ach je, das glaube ich ja eher nicht. So, wir gucken mal kurz. Wir fragen Sie mal natürlich nach Herrn Dawson. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Oh, wow! Wow! Wir haben mal was rausgefunden. Eieiei. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Klar. Ja. Das hätte ich gerne. Wie viel hatte sie? 5? Ja, 5. Danke! Brauchen wir noch Nieten? Aluminiumteils, glaube ich, brauchen wir auch alles nicht, oder? Ich weiß nicht mehr, was wir brauchen. Für unsere Waffen. Alles klar. I hope you can stay a little. Das haben wir. Warte, falsch. Okay, ah, guck mal, da kommt dann, das ist bestimmt ihre Tochter. Und über ihn? Sein Zwillingsbruder starb beim Flugzeugabsturz. Okay. Haben wir denn hier schon alles? Hier fährt auch noch ein Hinweis bei ihr. Müssen wir noch irgendwann mal alles abklappern, ne? Also ich weiß, es bringt uns nicht so viel. Es bringt mir was für mein Herz und meinen Kopf. Kann ich irgendwann mal offline machen, tatsächlich.
Genau, die hat Kopfschmerzen. Fehlen trotzdem noch ein paar Leute. Was wollte ich jetzt eigentlich irgendwas gucken? Ich wollte eigentlich nur dieses, das Detail anschauen. Okay, da ist die Tür zu. Kommen wir wahrscheinlich ändern nur rein, wenn wir sie beißen. Gucken wir mal, wen wir hier noch so finden. Okay, das ist der Scotland Yard-Typ. Irgendwo muss ja ihre Tochter sein, ne? Irgendwo. Mit was ist die Temple Church? Mit Whitechapel. Alles klar. Guten Morgen, meine Lieben. Kaplan von Priven. Toll. Oh, das Blut. Das ist ja alles ganz toll. Das. Muss ich hier denn gerade überhaupt lang? Sir, I'll kill you! Ist okay. Alle drei sind hier. Ist schon heftig. Aber. Bei dem hilft wenigstens das hier ein bisschen. Sehr gut. Wie er da stand die ganze Zeit. Angeschaut hat. Okay, hier ist schon wieder Kampfgebiet sozusagen, um nach Whitechapel zu kommen. Also ich muss ihn durchkämpfen. Höchst interessant, höchst interessant. Ich gucke mal, nicht, dass ich irgendwo was übersehe, dass ich nach oben kann oder so. Da stehen einige, hä? Da stehen einige. Das sind ganz schön viele. Super. Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, die überhaupt zu töten. Das ist ja gerade meine Frage. Ich will ja eigentlich noch nicht in dem Sinne machen. Ich gehe erstmal weiter hier unten lang. Mal schauen. Kann ja dort immer noch lang. Ist ja kein Problem. Oh, guck mal, sind sogar zwei Leute. Guck mal eine an. Wow. Das sind Zwillinge, oder? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Perilous Baker, Ihr Leben in London. Was tun Sie hier? Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Egermont Bakers. Perilous Baker sind... sind Zwillinge. Erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? Yeah? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us.
It invites us to find ourselves, to discover our true nature, scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Okay, ist auch gar nicht theatralisch. Was machen Sie denn beruflich? And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. Also er hätte gerade doch gesagt, dass er eigentlich auch die Stadt mag, aber irgendwie... Als was haben Sie vor all dem gearbeitet? Wieso wollen Sie dann London verlassen? Tell me more about why you want to leave London, then. I just... don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Als was haben Sie vor allem dem gearbeitet? But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life, and now I think it's over. Rückt nicht ganz mit der Sprache raus, ne? Persönliche Fragen? Auf wen warten Sie? Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Okay. Da fahren wir immer nach Herrn Dawson. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Okay, das klingt nicht sehr gut. Goodbye, Mr. So, und jetzt sein Bruder. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Agamemnon Baker. Was für Name? Ho, ho, ho. Ihr Leben in London. Oh, was tun Sie denn hier? May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Die erinnern mich irgendwie ein bisschen an Alice in Wunderland. An die beiden. Erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? Ja, das tue ich. I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. Warum sind Sie noch nicht fortgegangen? Machen wir das mal. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. Erzählen Sie mal von Ihrem Bruder. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Mhm. Das sind ganz seltsame Typen, ne? Kann man nicht anders sagen. Was können wir den anderen noch was fragen? Auf wen warten Sie denn eigentlich? Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell?
Something that would allow us to leave this trap. Aber sein Bruder meinte doch, dass das ja organisiert hat oder so ähnlich. Was für eine Falle. London zu verlassen wird eine Befreiung sein. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Was für eine Falle. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Ja, da kann ich ihn verstehen. Okay. Dann fragen wir ihn aber auch mal nach Herrn Dawson. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Okay. Goodbye for now, Mr. Baker. Jetzt kommt wieder dran. Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of déjà vu when I talk to you? Ja, weil wir wissen, wie es mir geht. Über ihren Streit mit ihrem Bruder. Heracles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. Sie beide können nicht erklären, warum sie hier sind. Erzählen Sie mir von Ihrem Bruder. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing. And for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Warte mal. Haben wir immer noch nicht. Da war auch nichts. Können wir uns nochmal bei dem anderen jetzt nochmal was fragen? Die beiden sind doch seltsam. Hello again. Nee, tatsächlich nicht. Goodbye for now. Interessant, interessant. Da fragt mich, wie ich immer noch die Sachen herausfinden soll über die Leute. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Genau, da hinten ist der Bereich. Das ist der Bereich. Das müssten ja. Ah, guck mal, die beiden Brüder. Das ist noch eine Person und die Tochter. Bleistangen! Was ist denn das hier? Was ist das denn? Okay. Ich war ja richtig verwirrt. Da hinten sitzt jemand. Ist aber nicht Aloysius, oder? Oh, nee, das ist nicht Aloysius. Ich würde aber sagen, wer das ist und was das da ist, finden wir mal im nächsten Part heraus. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir haben ja schon den einen oder anderen jetzt schon wieder kennengelernt. Und ja, vielleicht müssen wir dann noch den oberen Teil ein bisschen säubern vor ein paar Wochen. Und dann können wir auch... Wie haben wir eigentlich jetzt schon alles über den Dawson herausgefunden? Nee, eine Sache fehlt uns noch. Also ich will nicht schon wieder ein Kreuz haben. Ja, gar keine Lust. Diese Kreuze machen mich nämlich nervös in den Quests. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Vampire. Erkunden hier noch ein bisschen weiter die Temple Church, was auch immer das hier gerade ist. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.